Und dann kann es sein, dass man die Musik früher ausmacht, dass die Party früher zu Ende ist oder im Worst Case, aber das ist jetzt wirklich nur so ein Worst Case, weil ich das einfach auch mal von verschiedenen Kunden schon gehört habe, die haben den DJ nach Hause geschickt. Die haben gesagt, Junge, das ist nix, geh nach Hause. Das passiert, das ist wirklich so, das passiert. Ich habe selber, wir kriegen ja unglaublich viele Anfragen von Brautpaaren und mit vielen spreche ich auch, auch wenn ich nicht deren DJ später werde, unterhalten wir uns und da kriegst du als DJ Geschichten mit. Das ist, das sage ich, das ist nicht wirklich passiert, oder? Doch, ich erzähle euch mal eine ganz kurze Geschichte daraus. Ich habe mit einem Brautpaar gesprochen, von denen habe ich mal so ganz große Holzbuchstaben, so Love-Buchstaben beleuchtete abgekauft. Die haben sich die selbst gebaut, haben die verkauft, ich habe die gekauft. Ich hatte die einige Jahre im Einsatz und als ich die abgeholt habe, habe ich gesagt, sag mal, wo habt ihr die denn her? Und haben die mir erzählt, die haben wir selber gebaut für unsere eigene Hochzeit. Sag ich, geil, habt ihr schon gefeiert? Ja, letztes Jahr. Sagt er, und wie war's? War gut? Sagt er, ah, war so lala. Sag ich, wie war so lala? Der DJ, die Party. Das war nicht so, sag ich, so, was ist los? Ich bin ja selber DJ, also ich bin ja immer neugierig, weil Erfahrungswerte für mich natürlich auch wichtig sind. Und dann haben die mir die Story erzählt, haben gesagt, pass auf, DJ, der war nett, sympathisch im Vorgespräch und so weiter. Den haben sie gebucht und haben den dann eine Spotify-Playliste zugeschickt als Inspiration, damit der DJ sich einfach noch besser auf den Musikgeschmack des Brautpaares vorbereiten kann. Also das mache ich auch sehr gerne. Ich sage, hey, schickt mir eine Playliste zu mit euren Lieblingsliedern, dass ich noch ein besseres Gefühl für euch und euren Musikstyle kriege. In welche Nische kann ich euch eher einsortieren? Wo fühlt ihr euch zu Hause? Wenn ihr Hip-Hopper seid, seid ihr eher die American Hip-Hopper? Seid ihr die Deutsche Hip-Hopper? Hört ihr lieber Dirty South? Hört ihr lieber R&B? Damit ich einfach auch noch besser in die Nischen reingehen kann. Also das ist logisch, dass man sowas macht. Und das Brautpaar hat dem DJ so eine Playliste zugeschickt. Und dann hat mir die Braut erzählt, dass der DJ am Abend diese Playliste einfach 1:1 abgespielt hat. So wie sie ihm zugeschickt hat. Spotify. Keine Ahnung, ob der eigene Lieder hatte. Vielleicht hat er sie auch direkt von Spotify abgespielt. Das weiß ich nicht. Aber der Braut ist das dann so aufgefallen, nachdem 40 Minuten lang schon die Musik lief und er sagt, oh, der spielt ja unsere Lieblingslieder, aber irgendwie klingt es so, als das habe ich doch letzte Woche gerade erst so zusammengestellt. Und dann ist sie hingegangen und hat gesagt, hey, ist cool, dass du spielst, aber mach es ein bisschen abwechslungsreich, wir haben auch noch andere Gäste da und so weiter. Naja, das hat er dann nicht gemacht, hat einfach diese Playlist weiter abgespielt und dann hat er noch eine Verwarnung gekriegt. Und dann ist später auch die Party gestartet und während der Party hat er diese Playlist einfach auch weiter abgespielt. Also in der Originalreihenfolge, so wie die bekommen hat. Und dann ist das Brautpaar auch hingegangen und gesagt, sorry, das funktioniert nicht, pack deine Sachen. Geh nach Hause. Das, was du machst, können wir selber machen. Spotify-Playlist kann ich selber abspielen. Da brauche ich keinen DJ für. Und dann haben die den DJ, ich weiß gar nicht, 11:30, 12 Uhr oder so nach Hause geschickt. Und der Bräutigam hat dann selber sein Handy rangemacht. Ich glaube, Spotify-Playlist, Shuffle-Modus an, war cooler, war besser. Sagt er, danach ist die Party auch besser gelaufen. Die Gäste sind ein bisschen besser drauf eingegangen und so weiter. Aber dann haben die den DJ nach Hause geschickt. Und ich stehe da und sage, ist das echt passiert? Sagt er, ja, es war auf unserer eigenen Hochzeit. Also die war nicht mal Gast woanders, es war die eigene Hochzeit. Und ich sage, scheiße. Dachte, ja, das war richtig kacke. Also, den hättest du sparen können. Den hättest du dir sparen können. Einfach, wie gesagt, nach Hause geschickt. Und dann haben sie die Party im Endeffekt selber übernommen. Und ich sag zu dir, sag ich so, wenn ich jetzt so ehrlich bin, sag ich, aber ey, wenn du als DJ von deinem Kunden auf der Feier nach Hause geschickt wirst, weil du so schlecht bist, dann solltest du wirklich drüber nachdenken, ob DJ das richtige Beruf ist. Oder ob du es mal, bevor du auf Hochzeiten gehst, richtig lernst. Dass du mal mit anderen mitgehst, die dir zeigen, wie das Ganze abläuft, dass du einen Flow für kriegst oder besuchst halt mal eine DJ-Schule oder sowas, damit du besser weggehst. Aber das ist katastrophal. Also wenn dich ein Kunde nach Hause schickt, weil du es verkackt hast auf der ihrer Hochzeit, dann musst du echt drüber nachdenken, ob DJ der richtige Job ist.